Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen von Dr. Jiří Nečas. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer außergewöhnlichen Ausstellung im Kunsthaus Troisdorf, da bisher ausschließlich lebende Künstler gezeigt wurden. Am 1. Juni des vergangenen Jahres ist Jiří Nečas verstorben. Mehr als 20 Jahre war er Teil der Kunstszene im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn. Das Schwarz auf dem Weiß war für ihn einfach das Mittel. Er hat immer betont, ich bin kein Maler, ich bin kein Bildhauer, obwohl er hat auch mal einzelne plastische Arbeiten gemacht. Aber er hat gesagt, das Grafische, das bin ich. Und das Grafische ist nun mal der Nukleus, ist einfach der schwarze Punkt auf der hellen Fläche. Die Arbeitsweise von Jiří Nečas war, obwohl manche Arbeiten ja hier durchaus von spontaner Gestik, eine spontane Gestik zeigen, nicht alle, war aber keineswegs spontan. Er hat immer geguckt, dass er vorher eine Idee hat, vorher seine Gedanken klar bekommt, vorher eine Strategie entwickelt, bevor er überhaupt anfangen kann, den ersten schwarzen Punkt zu setzen. Das tut dieser Ausstellung natürlich gut, dass wir in die dritte Dimension gehen. Da ist es nicht das Schwarz auf Weiß, das Grafische, aber es ist die Linie, die faszinierende Linie ist vorhanden. Diese Linie zu sehen, wie sie sich im Raum entfaltet aus einem Baumstamm heraus. Der Unterschied, den wir da sehen können, ist dieses Spiel hinein ins Organische. Das sind Figuren, die jetzt nicht sich auflösen, sondern die sich eher konzentrieren. Meine beiden Zeichnungen, die ich dankenswerterweise hier dann mal dazu zeigen konnte, gehen überhaupt von keinem Konzept aus, sondern die entstehen praktisch blind. Ich arbeite mit Carbonpapier und ich sehe nicht, was ich tue, ich habe es nur in der Hand oder in beiden Händen. So. Aber diese verschiedenen Arbeitsweisen, die wir dann in diesen vier Positionen haben, zeugen alle eigentlich davon, wie breit die Möglichkeiten sind, in dem traditionellen Feld der Grafik auch noch möglichst ganz eigene Dinge zu machen. Ja, ich bin Hans Del Voss und ich habe mit Jiří Nečas mehrere Jahre lang Gemeinschaftsarbeiten gemacht. Und wir sind davon ausgegangen, dass es fast unmöglich ist, etwas zusammenzumachen, ohne die Position des anderen in Frage zu stellen oder zu berühren oder auch zu existenziell zu manipulieren. Und deshalb haben wir uns auf ein System erstmal geeinigt, ähnlich wie Fernschach. Jeder hatte also wir haben uns Koordinaten getauscht und haben diese Koordinaten dann ausgefüllt mit Strukturen, Linien, Farben. Und hier sieht man eine andere Methode. Wir haben also Notenlinien gezogen. Einer bekam die Melodiestimme und der andere die Begleitung. Und konnte dann, einer hat angefangen mit der Melodiestimme und dann bekam der andere das Blatt und konnte das dann vollenden. Ich bin Christine Haller und ich bin Bildhauerin und Zeichnerin. Ich kenne Jiří Nečas seit 2001 und wir haben viel zusammen gezeichnet. Wir haben vor allen Dingen viel über unsere Zeichnungen gesprochen. Über das Nichts, über verschiedene Formen zu zeichnen. Und das war immer sehr, sehr spannend. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Für Jiří war das schon mal so ein bisschen bei mir, dass er gesagt hat, es ist mir unheimlich, das ist so viel Körper, diese Skulpturen oder diese Körper, die da vorkommen, dieses Organische, das würde ihm schon mal auch Angst machen. So, er hatte das lieber sehr abstrakt und der Körper war ihm immer ein bisschen unheimlich eigentlich. Auch sein eigener oder wenn er durch einen Wald musste und ich arbeite ja nun viel im Wald. Das war immer so etwas, was ihm ein bisschen Angst gemacht hat. Aber von den Positionen her, von der Art zu arbeiten, haben wir uns sehr, sehr tief und gut verstanden.